Freunde, was geht ab? Die heutige Eventwoche ist wirklich Gold wert, denn heute gibt es richtig gute Boni, Rabatte und weitere Angebote. Denn es gibt echt viele gute Rabatte, wow, wer hätte das gedacht, ein tolles Gratisfahrzeug und mehr geniale Angebote zum Geld verdienen. Also lass keine Zeit mehr verlieren und direkt anfangen. Zu Beginn aber ein wichtiger Hinweis in Bezug auf den Assault on ATT 16 Gegnermodus, denn dieser wird mit der neuen Eventwoche wohl doch nicht entfernt, so wie ich es in meinen Livestreams angekündigt habe. Denn leider ist mir da ein Schlampigkeitsfehler unterlaufen, was mir definitiv nicht hätte passieren dürfen, und dafür entschuldige ich mich in aller Form. Denn der GTA Series Videos Twitter Account postete letzte Woche nämlich, eine neue Eventwoche startet am 22. August, verfügbar bis zum 28. August, welche den neuen Assault on ATT 16 Modus ins Spiel bringt. Das Ganze habe ich aber leider falsch gelesen und es so verstanden, dass damit der Assault on ATT 60 Gegnermodus gemeint ist. Aber vielmehr meinte man damit, dass die Eventwoche an sich nur bis zum 28. August verfügbar ist. Demnach ist heute aller Wahrscheinlichkeit nach weiterhin der Assault on ATT 60 Modus verfügbar, und für diese Verwirrung und Fake News entschuldige ich mich. So, und auf den Schock und diese schlechten Nachrichten erstmal direkt eine gute Nachricht, nämlich das kostenlose Casino-Fahrzeug, denn das ist eine absolute Empfehlung, wirklich absolut jeder sollte es sich ohne Ausnahme holen. Die Rede ist nämlich vom D-Class Draugur, welcher im August 2022 mit der Caio Perico Series Eventwoche erschienen ist. Er kostet normalerweise 1,87 Millionen Dollar, ihr spart euch also enorm viel Geld, und in echt basiert auf einem Chevrolet Offroad Konzept, was ich bis heute gar nicht gewusst habe. So, aber warum ist denn jetzt der Wagen so unfassbar gut und warum soll man ihn sich unbedingt holen? Ganz einfach, es ist der beste Offroad Wagen im Spiel und besonders der beste Wagen, um im Gelände und über Berge zu fahren, da er einfach unfassbar viel Kraft hat. In einem meiner Livestreams hatte ich den Wagen auch schon mal verwendet und du kommst mit dem Ding wirklich fast überall hoch. Es ist echt einzigartig. Ich habe auch schon mal vor über 2 Jahren ein Testvideo zu dem Ding gemacht, was gar nicht mal so viele Leute geguckt haben. Deswegen ist es hier oben rechts verlinkt. Da zeige ich nochmal im Detail, wie verrückt dieses Ding denn wirklich ist. Also, auch wenn er sehr eigen aussieht, holt ihn euch definitiv und probiert damit Berge und auch Felswände hochzufahren. Er zieht nämlich sämtliche andere Offroader ab und schafft wirklich fast jede Herausforderung. Dazu sieht er auch eigentlich ganz cool aus, weil er halt einen echt individuellen Look hat. Die Performance ist daher natürlich auch recht gut, krasse Beschleunigung und super Höchstgeschwindigkeit. Kleiner Nachteil ist dann nur die recht offene Fahrerkabine, also Angreifer haben wirklich sehr viel Platz, um euch rauszuschießen. Tuning-technisch geht hier aber auch noch eine ganze Menge, so kann man Stoßstangen, Türen, Auspuffe, Schmutzfänger, Sitze, Spoiler und auch den Kofferraum tunen, und dann gibt's auch noch 9 Designs, was den Wagen sehr anpassbar macht. Also alles in allem eine solide 10 von 10, holt euch das Ding, ihr macht hier definitiv nichts falsch. Und dank mir später. Weiter geht's dann im LSK Meet mit einem Motorrad, und zwar der Lectro, und die kostet normalerweise knapp 1 Million Dollar und erschien schon vor über 9 Jahren mit dem ersten Heist-Update 2015. Und was besonders an ihr ist, sie hat einen Curse Boost und war das erste Fahrzeug, was so einen hatte, also ein ähnlicher Boost, wie ihn auch die Open-Wheel-Fahrzeuge haben. Man kann also einfach etwas besser beschleunigen, wenn der Boost jedoch aufgebraucht ist, dann muss man rollen und nicht beschleunigen bzw. bremsen, um den Boost etwas schneller aufzuladen. Verwechselt jetzt aber diesen Curse Boost nicht mit einem Turbo Boost, wie ihn zum Beispiel der Scramjet oder auch der Vigilante hat, denn das ist definitiv nicht das gleiche, und in echt basiert die Lectro übrigens auf einer Ducati Street Fighter S, was ich auch noch nicht wusste. So, aber trotz des Curse Boosts ist die nicht wirklich dolle. Während des Boosts ist man zwar etwas schneller, ja, sobald der aber weg ist, wird man wieder enorm langsam. Auch ist die Lectro deutlich schwerer als andere Motorräder und das merkt man richtig, was negativ die Leistung des Weiteren beeinflusst. Tuning ist optisch bis auf die Lackierung nichts möglich. Ihr könnt also nichts weiteres drauf tunen, man kann nur die Verbesserung etwas tunen, und Designs gibt es leider auch keine. Empfehlung daher nicht zu empfehlen. Auch nicht für Lau, denn ihr müsst 2 Tage lang in Folge in die Top 2 der LSK Meet Serie kommen, und das ist wirklich sehr viel Leistung für sehr wenig Motorrad. Kauft euch stattdessen einfach eine Barty 801 für nur 15.000 Dollar. Krasse Leistung bei einem Bruchteil des Geldes, und das ist wirklich sehr selten passiert, dass sich ein Preisfahrzeug, was man ja kostenlos bekommt, überhaupt nicht empfehlen konnte, aber heute ist es so, die Lectro braucht man wirklich überhaupt nicht. Okay, weiter geht's dann im LSK Meet mit den Testfahrzeugen. Da haben wir momentan den Fisher Neo, den Vitero Coquette Blackfin und den Debauch Rapid GT Cabrio. PS5 und Xbox Series Spieler können dann den Coil Cyclone 2 mit HSW ausprobieren, der einfach schnell wie der Blitz ist. Testet ihn gerne mal aus, es ist wirklich unglaublich, wie schnell ein E-Auto mit HSW ist.
In den Autohäusern geht's dann weiter, denn im Luxury Auto Store steht der Anis Euros X32 und der Overflight Pipistrello. Ah Leute, kennt ihr noch den Pipistrello? Der super gehypte neue Supersportwagen aus dem Sommer-Update, der dann kurz nach Release phänomenal gefloppt ist, weil er extrem teuer ist bei sehr schlechter Leistung. Und unser Lieblingsarmene namens Cimeron wartet auf uns mit billigen Lufterfrischern und dem Lampadati Tigon, dem Debodge Rapid GT Classic, dem Bravado Verlierer, dem Pegassi Wacker und dem Nagasaki Hot Rod Blazer. Und wer gerne ein seltenes, lustiges Fahrzeug hat, kann sich sehr gerne mal den Hot Rod Blazer kaufen, da er von seiner Art komplett einzigartig ist und auch nicht dauerhaft verfügbar ist, sondern nur in der aktuellen Eventwoche bei Cimeron. Okay, Freunde, kommen wir aber jetzt mal zu den richtigen Highlights, denn jetzt geht es um die Möglichkeiten, gutes, ach was sag ich, sehr gutes Geld zu verdienen. Denn Freunde, heute ist mal wieder wirklich was für Grinder dabei. Nicht die, die Kiffer benutzen, sondern die, die den ganzen Tag vor der Konsole sitzen. Erstmal gibt es nämlich doppelte Geschwindigkeit auf die Forschungsarbeit eures Bunkers. Das bedeutet, ihr forscht jetzt einfach doppelt so schnell, denn ihr wisst oder wisst vielleicht auch noch nicht, mit dem Bunker kann man spezielle Features für Waffen und Fahrzeuge in GTA Online freischalten. Die prominentesten Beispiele sind da sicherlich die Brand- oder auch die Explosionsmunition für das schwere Scharfschützengewehr. Dann gibt es aber auch noch doppeltes Geld, RP und Forschungsfortschritt auf die Bunker-Forschungsmission von Agent 40. Diese Mission gibt es erst seit Sommer 2022, da Rockstar Games sie neu eingeführt hat, also vielleicht sind die jetzt für dich auch komplett neu. Ruf dafür einfach Agent 14 oder Agent 14 auf seinem Handy an und wählt sie aus. Wenn ihr jetzt übrigens schon die Bunkerforschung auf 100% habt und nichts mehr zum Forschen habt, bekommt ihr für diese Mission einfach Geld und RP. Falls ihr das aber noch nicht erledigt habt, gibt es einfach einen Forschungsfortschritt. Das absolute Highlight dieser Woche ist aber folgendes. Doppeltes Geld und RP auf den Bunkerverkauf. Denn wer einen Bunker voll mit Waren hat und diese verkaufen möchte, bekommt dafür jetzt doppelt so viel Payout und einen vollen Bunker kann man so mit bis zu 2,1 Millionen Dollar verkaufen, was wirklich ein königlicher Gewinn ist. Also schnappt euch am besten ein paar Freunde und grindet das alles richtig durch. Ansonsten geht das aber auch solo, da man nun als Solo-Verkäufer beim Verkauf mehr Zeit bekommt. Das wurde mit dem neuen Sommer-Update endlich mal ins Spiel gebracht. Aber es gibt auch noch doppeltes Geld in RP auf die Fooligan-Jobs aus dem Drug Wars-Update, die man auch nicht vernachlässigen sollte. Diese startet man nämlich, wenn man Dex auf dem Handy anruft und bei doppeltem Geld gibt es da pro Mission 100.000 Dollar, was wirklich ein netter Bonus ist und man das gerne mal im freien Modus immer mal machen kann, sobald der Timer bzw. Cooldown abgelaufen ist. Und als letztes gibt es dann noch einen Bonus auf den Gegnermodus Deadline, denn auch dieser hat einen Payout von doppeltem Geld und RP, was besonders IO freuen wird. Bei doppeltem Payout kann man dann so auch knapp 100.000 Dollar bekommen, je nachdem, ob man gewinnt und wie viele Runden man spielt. Hauptsächlich macht man aber den Deadline-Modus einfach, um Spaß zu haben, denn der Modus ist wirklich super lustig und heute im Livestream ab 10.30 Uhr werden wir das natürlich auch auf Twitch und YouTube zusammen spielen. Also es ist wirklich einfach, diese Woche reich zu werden, erstmal durch den Bunkerverkauf, aber dann auch natürlich noch durch den Fooligan-Job-Bonus und den Deadline-Job-Bonus und das ist beides sehr nice und sollte auch nicht vernachlässigt werden. Ach und übrigens, wer drei Bunker-Forschungsmissionen für Agent 14 spielt, der erhält nochmal 100.000 Dollar und das Warstock-T-Shirt. Lass dann nochmal zu den drei neuen Fahrzeugräumen im Schrottplatz kommen, bevor wir jetzt zu den neuen Rabatten kommen. Denn es gibt momentan den Obey 10F, wenn man den McTony-Raub spielt, den Fathom FR36, wenn man den Gangbanger-Raub spielt und den Carnies Seminole Frontier, wenn man den Frachtschiff-Raub spielt. Leider kann man keines dieser Fahrzeuge abspeichern und so gibt es auch keine seltenen Nummernschilder. Und jetzt kommen wir mal wieder zu einem Highlight und zwar den neuen Fahrzeugrabatten und da gibt es mindestens vier Highlights, die sich wirklich lohnen. Zuerst mal gibt es 40% Rabatt auf den Lampadati Tigon und der kostet jetzt noch knapp 1,38 Millionen Dollar. Dann gibt es 30% Rabatt auf folgende Dinge. Einmal auf alle Bunker inklusive der Upgrades und der Modifikation. Das bedeutet, wenn ihr jetzt mit dem Bunker-Business durchstarten möchtet, könnt ihr euch jetzt direkt mal einen Bunker kaufen für einen kleinen Rabatt. Dann haben wir aber auch noch 30% Rabatt auf folgende 6 Fahrzeuge. Einmal auf den Dune FAV, der kostet dann noch 791.000 Dollar. Dann auf den bewaffneten Tampa, der kostet 1,4 Millionen Dollar, also so knapp. Dann 30% Rabatt auf den Heavy Nightshark, der kostet 870.000 Dollar. Dasselbe gilt für den Nagasaki Shutaru, das ist das Motorrad aus dem Deadline-Modus, kostet noch knapp 1,5 Millionen Dollar. 30% Rabatt auf den legendären Progen T20, 1,5 Millionen Dollar noch ungefähr für ihn. Und zu guter Letzt 30% Rabatt auf den Vapid Flash GT und der kostet noch 1,1 Millionen Dollar. Sehr zu empfehlen sind hier also definitiv die Bunker, dann aber auch der Heavy Nightshark, die Shutaru und auch der T20. Allesamt auf ihrem Gebiet sehr gute Fahrzeuge, die es schon sehr lange nicht mehr mit einem Rabatt gab, also schlagt ihr auf jeden Fall zu und im Gunvan gibt es da noch zwei Rabatte, einmal nämlich
nämlich für jeden Spieler den Granatwerfer 30% billiger, kostet jetzt noch $32.400 und exklusiv für GTA Plus Mitglieder 30% Rabatt auf die Vintage Pistole und die kostet noch $7.850. Okay Freunde, das war's jetzt aber auch alles in allem mit der neuen Eventwoche. Ich hoffe, ihr fandet sie genauso gut wie ich. Schreibt mir eure Meinung dazu mal sehr gerne unten in die Kommentare und teilt das Video doch auch gerne mit euren Freunden und Kollegen. Bis dahin, noch eine schöne Zeit und ciao!